Herzlich willkommen auf der Smart Variant Con 2018 hier in Berlin. Ich begrüße an meiner Seite Andreas Kowalczyk von der Rolls-Royce Power Systems. Ich habe 15 Jahre lang im Beratungsunternehmen gearbeitet, 15 Jahre lang in der Automobilindustrie, bin jetzt vor circa anderthalb Jahren zur Rolls-Royce Power Systems gewechselt und habe die Aufgabe übernommen, die Modularität und das Komplexitätsmanagement einzuführen. Wie erreicht man Ihrer Meinung nach eine funktionierende Balance zwischen ja, auf der einen Seite Produktvielfalt und auf der anderen Seite Herstellbarkeit? Herstellbar ist erstmal alles. Das bedeutet, ich muss was finden, wo ich genau die richtige Balance finde, eigentlich zwischen Produktvielfalt und was möchte ich verkaufen. Das bedeutet, ich brauche ein funktionierendes Produktmanagement. Das funktionierende Produktmanagement muss die Steuerung übernehmen zwischen den vertrieblichen Anforderungen, die wirklich vorhanden sind, muss dem Vertrieb auch rüberbringen können, was sind die richtigen Anforderungen, die der Vertrieb natürlich nachher auch anpreisen muss und was muss ich entwickeln, um dann auch die richtigen Produkte zu haben. Ich muss eine komplette Übersicht haben über meine Marktanforderungen. Ich muss ganz klar wissen, was möchte der Markt in Zukunft und wo muss ich mich hin ausrichten. Und dazu brauche ich dann auch wirkliche Baukästen, die funktionsorientiert sind und wo ich dann wirklich meinem Kunden auch funktional antworten kann, was braucht der aus dem Baukasten dann. Und Sie sind Executive Expert für Modularisierung und Plattform. Was sind denn Projekte, an denen Sie derzeit zum Beispiel beteiligt sind? Es sind drei Projekte, wo ich dran beteiligt bin, beziehungsweise die ich auch führe. Es ist einmal die Einführung der Plattform und der funktionalen Baukästen. Zu einer Gestaltung der Plattform bedeutet natürlich erstmal, eine funktionale Produktstruktur aufzubauen, also erstmal funktional aufzunehmen, was müssen die Produkte heute können, was müssen sie in Zukunft können, wie sieht die Produktstruktur daraus abgeleitet aus, dann wie gestalte ich die Plattformen dazu und dann daraus abgeleitet, was fülle ich in die funktionalen Baukästen rein. Das ist meine Hauptaufgabe, die ich zurzeit habe. Meine zweite Aufgabe, die ich habe, ist mich um das reaktive Komplexitätsmanagement zu kümmern. Das bedeutet, wir haben heute eine Komplexität im Unternehmen. Wie kriegen wir diese Komplexität messbar und wie schaffen wir es dann, diese Komplexität weiter zu reduzieren? Also eine Messbarkeit der Komplexität haben wir soweit und wir sind jetzt dabei, die Komplexität so weit zu reduzieren, dass wir die heutige Komplexität weiter runterbekommen. Mein drittes Thema, wo ich dran beteiligt bin, das ist die Einführung eines neuen PLM-Systems. Und zwar bedeutet das, hier nicht nur das PLM-System einzuführen, sondern hier das heutige Ist mitzunehmen, die Zukunft mitzunehmen, die zukünftigen Plattformen abzubilden und dann auch dahin zu kommen, dass wir wirklich hier Lead-Architekten haben, die diese Aufgabe dann wahrnehmen und die Baukästen dann auch wirklich über das PLM steuern können. Was sind denn in Ihrer Branche oder Ihrem Bereich die wesentlichen Herausforderungen im Bereich Variantenmanagement, Produktentwicklung, Produktkonfiguration? Die größte Herausforderung, die wir in unserer Branche haben, wir liefern ja Lösungen für Antriebe beziehungsweise auch für die Energiebereitstellung. Und unsere größte Herausforderung ist, dass wir in sehr vielen Branchen unterwegs sind. Wir sind in der Bahn unterwegs, wir sind im Notstrom unterwegs, wir sind im Schiff unterwegs, wir sind in der Stromversorgung unterwegs, wir sind in der Öl- und Gasbranche unterwegs und alle haben andere Anforderungen. Und jetzt muss ich ein Produktmodell gestalten, eine Architektur gestalten, die das alles bedient. Das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Dann haben wir die große Herausforderung, dass wir natürlich viele Altprodukte haben. Diese Altprodukte auch auszuphasen und wirklich die neuen Produkte wieder in den Markt zu bringen, das ist halt gerade beim Schiff sehr schwer. Weil beim Schiff habe ich die Herausforderung, wenn ich einen Eigner habe, der ein Schiff hat, dann stellt sich der nicht die Frage, baue ich ein neues Schiff, wenn ich nur einen neuen Motor bekomme? Meistens möchte er den alten Motor natürlich genauso wiederhaben, weil er den dann wieder genauso reinbauen kann. Deshalb gerade auch das Ausphasen von Altprodukten ist eine große Herausforderung. Ja, dann, Sie kennen es wahrscheinlich auch aus der Presse, die Herausforderung, dass wir natürlich auch sehr stark jetzt auf die Abgasgesetzgebung reagieren müssen und dass wir die natürlich auch gleich in der Modularität bzw. in den Plattformen berücksichtigen müssen. Wir werden ja in gut einer Stunde etwa eine Case Study präsentieren und zwar zu dem Thema Komplexitätsbeherrschung mit der Plattform- und Modulstrategie bei Kunden individuellen Produktanforderungen. Worauf können wir uns freuen? Worüber
genau werden Sie reden? Ich werde genau über die beiden Themen reden, die wir eben gerade schon angesprochen haben. Einmal über das reaktive Komplexitätsmanagement, gerade im reaktiven Komplexitätsmanagement, also das Heute und Ist aufzuräumen. Hier sind wir sehr stark in die Ist-Analyse hereingegangen und haben gesagt, wo können wir hier was sparen, wo können wir hier Baukästen für das heutige Ist gestalten. Da auch gerade das Wichtige herunterzubrechen. Was kostet eine Materialnummer? Wie geht es runter und was sind relevante Materialnummern, die ich auch betrachten muss? Wenn ich in Richtung der zukünftigen Varianz, also der Plattform- und der Modulstrategie gehe, werde ich hier den Ansatz vorstellen, wie führe ich Plattformen, wie führe ich Modularisierung ein. Neben Ihrer Präsentation werden Sie ja morgen auch noch einen World Café Roundtable moderieren, über Variantenmanagement bei geringen Stückzahlen sprechen. Was genau sind denn die Besonderheiten bei Variantenmanagement bei kleinen Stückzahlen? Die Herausforderung ist, bei einer Modularisierung oder beim reaktiven Komplexitätsmanagement nicht immer zu sagen, Modularisierung ist nur Economy of Scales im Einkauf zu generieren. Man muss immer einen gesamtheitlichen, crossfunktionalen Ansatz fahren. Das bedeutet, wenn ich auf die Modularisierung gucke, beziehungsweise wenn ich auf die Komplexität gucke, kann ich natürlich am meisten einsparen, zum Beispiel auch über Economy of Scales, wenn ich schaffe, Module zu vereinheitlichen. Leider gelingt das sehr, sehr selten. Dann muss ich gucken, wenn ich das nicht machen kann, kann ich Bauteile vereinheitlichen? Kann ich vielleicht gleiche Teile schaffen? Kann ich zum Beispiel gleiche Lieferantenprozesse schaffen? Kann ich zum Beispiel gleiche Konzepte schaffen? Kann ich zum Beispiel gleiche Werkstoffe einsetzen? Kann ich gleiche Absicherungsmethoden nehmen? Dass ich die Modularisierung nicht nur auf der Ebene angucke, wo ich dann sage, ich sehe nur zu, gleiche Module zu schaffen. Nein, ich gucke mir alles wirklich bis runter auf den Werkstoff an und ich gucke es mir auch crossfunktional an. Kann ich Einkaufsprozesse vereinheitlichen, kann ich Qualitätsprozesse vereinheitlichen, dass ich es wirklich komplett angucke. Das ist das Wichtige beim gerade bei kleinen Stückzahlen. Was sind Ihre Erwartungen, die Sie mitgebracht haben? Was erhoffen Sie sich von dem Austausch mit Ihren Fachkollegen? Wir haben natürlich jetzt schon ein sehr großes Konzept und wir haben das Konzept jetzt nun auch schon bei einem Produkte ausgerollt. Wir sind jetzt gerade dabei, das auf unsere großen Produkte auszurollen. Meine Erwartungen sind natürlich, nochmal Ansätze zum Nachschärfen des Prozesses zu finden, vielleicht nochmal neue Ansätze auch nochmal hereinzubringen. Also es waren gerade schon sehr interessante Themen, wo man sagen kann, da könnte man noch mal ein bisschen nachschärfen, das könnte man wesentlich einfacher gestalten doch noch mal, was man sich vorher sehr schwer selber hergeleitet hat. Und dann natürlich auch gerade die Frage, wie können uns Anbieter gerade im digitalen Bereich und im technischen Bereich auch noch weiter unterstützen bei der Erstellung? Dann hoffe ich, dass Sie noch viele interessante Einblicke gewinnen, nette Gespräche haben und viel Spaß auf der Konferenz haben. Ja, wunderbar. Vielen Herzlichen Dank.